Herzlich willkommen beim neuen Video. Wie ihr im Titel gesehen habt, diesmal geht es ums Thema Stoßdämpfer und Federn. Wir haben hier einen Renault, einen Franzose. Und bei dem Stoßdämpfer wechseln ist manchmal ein kleines Hexenwerk. Ja, müssen wir auf jeden Fall hier oben die ganze Abdeckung abmachen, für an den Dom dran zu kommen. Wir haben hier auch schon die Dämpfer alles liegen, Federn. Ja, wir holen meistens erst was für Qualität hat, was am meisten so in den Werkstätten verbaut wird. Zum Thema Stoßdämpfer. Ganz normale Redix Stoßdämpfer, so wie man sie kennt, schön flatschneu. Renault ist es halt so, die sitzen halt im Achsschenkel drin, schön gepresst und dann meistens hier mit Schrauben verschraubt. Ja, das sind die Stoßdämpfer. Der Kollege hat vorne rechts eine Feder gebrochen und die Dämpfer sind undicht, ölfeucht, deswegen machen wir die in einem neu. Dann bekommt man hier noch neue Federn natürlich. Bei den Federn ist es eigentlich so, wenn wir jetzt bald mal ein paar Videos machen, wie der Volvo ein R-Fahrwerk kriegt und die ganzen anderen Autos, auch Mercedes, der kriegt ja die Tieferlegungsfedern. Bei den Federn an sich ist es eigentlich so, gerade bei Mercedes oder hinten meistens die Federn, gerade beim Sportfahrwerk, man kann über die Anzahl der Gewinde und die Länge und die Neigung, die Härte vom Fahrverhalten, vom Auto beeinflussen. Und mittlerweile, gerade bei KW, ist es mittlerweile so, die haben zwei Federn. Also kann man sich vorstellen, eine etwas größere und eine kleinere, die man so da reindrehen kann, für halt einfach die Härte zu verstellen. Ja, Stoßdämpfer sind ganz normale Serienoriginale. Und wenn man natürlich dann anfangen will, wie beim Volvo oder Mercedes, später Sturz zu verstellen und so weiter. Bei manchen Autos kann man halt Serie schon ein bisschen machen. Bei Porsche geht es sogar schon relativ gut Serie mit dem Sturzverstellen vorn. Und man kann auch sehr viel einstellen. Ansonsten muss man halt dann einfach ein Fahrwerk reinbauen, H&R oder so. Da hast du auch nochmal hier in den Dämpferstreben, wo der Öldruck drin ist, hast du dann nochmal ein Rädchen, wo du die Härte verstellen kannst vom Dämpfer. Dann, wie gesagt, die Federn kannst du am Teller runterdrehen, für das Auto tiefer zu legen und so weiter. Das seht ihr aber alles in einem Video, wie wir mit H&R-Fahrwerk einbauen. Und hier bauen wir jetzt erstmal ein normales ein, schön Standard. Ich würde sagen, wir gehen los, fangen an, hier alles auseinanderzubauen. Achsschenkel. Ja, am besten ist manchmal gut, wenn man gerade, wenn die Dinger gepresst sind und einen Druckluftmeißel, Öl und so was hat, dass die einfach leichter rausgehen, weil manche sitzen echt bescheiden schwer. Ja, ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal aus. Wie ich erzählt habe, mit 3/10er Schräubchen und die müssen wir lösen. Ja, dann müssen wir eigentlich schon noch aus dem Achsschenkel unseren Stoß einfach ausmachen und das werden wir jetzt tun. Bis gleich.
seht ihr unseren ausgebauten Stoßdämpfer und hier, wo die Feder schön gebrochen ist. Ja, schön ausgebaut. Jetzt kommen die neuen Stoßdämpfer. So, hier haben wir unseren neuen Stoßdämpfer. Einfach hier die Schraube aufdrehen. So, den einmal einfedern, die Sicherung rausziehen, dann die Sicherung wegziehen. Und da kommt unser neuer Stoßdämpfer. Vielleicht einmal einfedern, ist immer gut. Mal gerade rausziehen. So, dann einmal schön einfedern. Genau. So, der kommt schön raus. Wir bauen die neue Feder drauf und bauen ihn rein. Schön fresh neu, sind gerade Probe gefahren. Wir fahren jetzt auf jeden Fall noch gerade zum Achsmessstand. Immer bei so Arbeiten einmal die Achse vermessen, damit man nochmal weiß, wie die Spur steht. Und ja, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, falls es hilfreich war, lasst ein Abo und ein Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein!